Hi Leute, heute geht's um zwei Riesenfehler in der Rohkostszene. Und zwar möchte ich dir heute zwei Fehler verraten, die mir in den letzten Jahren immer wieder begegnet sind, in die ich selber auch teils reingetappt bin. Und ja, in den letzten Jahren war ich wirklich sehr viel in der Rohkost-Szene unterwegs, bei Rohkost-Potlucks und so weiter, selber welche organisiert und habe einfach festgestellt, dass immer wieder häufig diese zwei Punkte mir aufgefallen sind. Und zwar erstens, allgemein ist es so, was ich gemerkt habe, in der Rohkost-Szene, häufig ist es halt so, dass Rohkost viele Leute anzieht, die vorher schon Probleme hatten und das natürlich auch irgendwo als letzten Anker sehen, um gesundheitlich auf ein anderes Level zu bekommen, um psychische Probleme loszuwerden und so weiter. Und da muss einem halt auch bewusst sein, es begegnen einem halt auch viele Menschen, die von einem sehr schlechten Startpunkt kommen und nur darauf gekommen sind, weil sie davon gehört haben, dass andere damit gute Erfahrungen gemacht haben. Und kann man auch sehr gute Erfahrungen mitmachen. Aber oft, gerade wenn man in so einem Zustand ist, kann man Dinge anfangs nicht ganz so gut beurteilen, einfach weil einem ja auch die Erfahrung fehlt. Und ein Riesenpunkt, der mir aufgefallen ist, ist, dass viele zu sehr auf die Ernährung schauen und dann wirklich Ernährung irgendwie alles ist und du redest mit den Leuten über, was jetzt eine Minute länger verdaut wird oder sonst was. Wirklich so Sachen, wo du denkst, okay, nicht so wichtig. Wo es einfach zu sehr ins Detail geht, was die Ernährung anbelangt. Und dann kommst du plötzlich während dem Gespräch so drauf, ah ja, ich rauche ja noch oder Sport mache ich gar nicht oder sonst was. Wo man plötzlich merkt, ah okay, es war so beschränkt nur auf die Ernährung und die anderen Punkte werden oft mal so beiseite gelassen, werden einfach vernachlässigt und diese blinden Flecken, die sind halt super wichtig und die sind ja auch super individuell. Und wenn man da nicht die Erfahrung hat, dann ja, vergisst man die oft oder fällt einem gar nicht auf. Aber am Ende, bei vielen Menschen, muss man gar nicht viel an der Ernährung machen. Oft ist es auch nur ein kleiner Baustein, der einen zurückhält. Wie wenn man sich vorstellt, okay, du hast einen Motor, der hat 500 PS beim Auto, aber dir fehlt ein Zahnrad. Und du bringst diese ganzen PS nicht auf die Straße. Und bevor man da probiert, irgendwie noch ein paar mehr PS zu bekommen, sollte man erstmal dieses eine Zahnrad finden und diesen einen Fehler bei sich, ohne sich dafür kaputt zu machen, weil man einen Fehler hat, sondern einfach nur zu schauen, ah, okay, was mache ich gerade falsch, wie bediene ich unbewusst meinen Körper falsch auf eine Art und Weise, die halt der Gesundheit zum Beispiel nicht förderlich ist. Und dann wird man feststellen, dass andere Punkte im Einzelfall häufig viel, viel wichtiger sind. Und das ist dieser erste große Fehler, sich nur auf die Ernährung zu beschränken und das so sehr diese anderen Sachen auszublenden. Es passiert ja oft auch auf eine unbewusstere Art und Weise, aber das ist halt ein Riesenpunkt so. Das ist mir einfach öfter begegnet, heißt nicht, dass das irgendwie bei jedem so ist, aber bei vielen ist mir das begegnet. Und der zweite Punkt ist auch, dass viele Menschen sehr dogmatisch dann werden und sich sehr versteifen auf irgendwelche Lehren, auf irgendwas, wo man gelesen hat. Und dabei geht total häufig das Körpergefühl verloren. Und dann hat man nur noch im Kopf, ich habe mir das Ziel gesetzt und dann ist es im Kopf wie so ein Wettbewerb und wie so ein Dogma. Ich möchte aber zu 100% Rohkost essen, ich möchte aber sonst was zu 100% machen,
Auch wenn dein Körper dir gerade was ganz anderes sagt und eigentlich sagt, hey, iss mal ein bisschen mehr, iss mal ein bisschen was anderes, iss mal dieses, iss mal jenes. Und das ist super, super wichtig und mir sind wirklich teils sehr, sehr viele dogmatische Menschen begegnet. Anfangs hatte ich da auch so gewisse Dogmen einfach mir dann auch, weil ich hatte vieles gelesen und dann habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich besser damit und dann habe ich den Fehler gemacht, blind auch so andere Themen einfach zu übernehmen, die die Leute halt auch gesagt haben, weil mir das eine davon geholfen hat. Und habe dann einfach nicht geschaut, so muss man ja nicht sagen, dass alles nicht stimmt, aber habe halt auch diesen Fehler gemacht, dass ich da teils Annahmen gemacht habe und dann dachte, okay, das andere stimmt auch. Und dann habe ich aber in vielen Punkten festgestellt, hey, bei dem anderen fühlt sich für mich ein bisschen anders an. Und habe ja, in den letzten Jahren dann wieder viel mehr gelernt, so wirklich auf dem Körper unbefangen. Das ist immer der allerwichtigste Punkt, unbefangen, sich was anzuhören, nicht zu sagen, hey, es ist nicht möglich, es ist Quatsch, aber auch nicht zu sagen, hey, es ist absolut so, ohne dass man es selber mal erfahren hat. Und das klingt immer so simpel, banal, aber das ist wirklich der Punkt, es dann wirklich selber zu machen, zu prüfen. Und wirklich auf den Körper zu hören, sich das nicht irgendwie im Kopf einzureden, sich nicht irgendwelche Dogmen einzureden und daran festzuhalten, sondern vernünftig hinzuschauen, dann nicht irgendwie fanatisch zu werden. Ja, das sind so zwei Riesenpunkte, die mir wirklich dabei aufgefallen sind. Und wenn du das kennst, kommentier gerne mal unten drunter. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du es interessant fandest, dann gib mal gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann, ciao.